Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Terrarius Bizarre Adventures mit mir, dem Elis und dem Arne, der gerade irgendwo ist. Da unten ist er, bei der Mobfarm. Ja, wie ihr seht, schon auf der Karte gerade eben, es hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar haben Arne und ich uns zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade aufnehmen, letzte Nacht hingesetzt und weil uns langweilig war und wir nichts anderes zu tun hatten, weil wir ja noch nicht Moonlord gemacht haben, weil der Elia da nicht da war, haben wir einfach uns dazu entschieden, ein paar neue Häuser zu bauen. Und jetzt könnt ihr schon sehen, wir haben ein bisschen mehr gethemte Häuser jetzt. Wir sind hier ganz oben, haben wir jetzt Honig, Meteor, Marmor, Eis, dann Dschungelholz, dann dieses Borealholz, was auch immer das für ein Holz ist, Glas, Dirt, Hölle, naja, Obsidian und wie heißt das da? Granit, glaube ich. Dann hier Perlstein, Pilz. Oh ne, das ist Dschungel, glaube ich. Keine Ahnung, was das andere war. Ziegel, Himmelsinsel, normal Holz einfach. Da gibt es hier unten die ganzen Erze mit Palladium, Mithril ist es, glaube ich, Adamantit. Was auch immer das Weiße hier ist. Der Metalldetektor bekommen, endlich. Ich kann das Handy machen. Dann hier Fleisch, auch sehr interessant. Dann hier Höllenstein, wo man drauf brennt. Pilzmiet und natürlich Chlorophyt und hier unten nochmal ein paar Rüstungen, damit hier auch nochmal die ganzen Mod-Rüstungen geshowcased werden. Hier sieht man Polnareffs Haare und Koichi und hier natürlich die zwei Dudes. Und dann gibt es hier noch Doppio und so, also dass wir die einfach mal geshowcased haben. Später. Oh, hier sind schon die Nebula-Gegner. Ja, mit den Legendary Weapons ist das einfacher, weil die haben Homing-Sachen. Ist dann schön angenehm. Ich warte aber noch auf euch. Kannst ja schon trotzdem machen. Ja, ich töte hier auch schon Sachen. Komm mal in die Mitte und greife einfach immer nach links an. Die spannendste Taktik. Ich glaube, da muss man so ein bisschen Spannung reinbringen, indem man so macht. Das Auge schießt immer noch. Ich sterbe gerade. Ja. Wieso kann ich mich eigentlich nicht bewegen, wenn ich in Freestyle bin? Ja, warum solltest du? Nur weil du Star Platinum hast, oder was? Ja, klar. Ja. Dann soll ich nicht 4 Sekunden, hallo? Also ja, eigentlich schon, aber ich glaube, das hat er jetzt nicht bedacht. Aber man müsste mal ausprobieren, kannst du Time stoppen, während ich Time gestoppt habe? Also ich habe gerade Time gestoppt, während Time gestoppt war. Hat das was gebracht? Keine Ahnung, bei mir ist der komplette Bildschirm jetzt negativ. Okay, gerne. Da ist, glaube ich, guter Auslauf. Da kann man sich bewegen. Da passt es. Und dann sterben vielleicht nicht alle von unseren NPCs. Ja, weil im Haus diesmal nicht so gut. Ja. Du forderst den schon raus. Komm her! Jetzt kriegst du meine Pfeile. Oh Gott, Alter. Oh Gotti. Oh Gotti, Karotti, Flotti. Hä? Der buggt übelst. Der buggt übelst, ja. Also, nee, der buggt nicht, der leckt so hin und her. Ja. Ich stopp mal Time, vielleicht stirbt ja einer von euch. Ja, bin da dabei, danke sehr. Warte, ich muss noch einen Roadroller da hinwerfen, das muss. Sonst schieße ich ganz viel Schwerter auf sein Gesicht. Oh, der gibt den. Alter, der Lebensbalken! Was geht mit dem? Oh Gott, was ist los? Schade. Komm her. Gott. Hä, sein Herz, das ist ja unter der Plattform. Was ein Cheater. Okay, oh ja, The World. Box das Herz raus. Oh oh. Elia ist tot, aber er ist tot. Auch. Okay. Ah ja. Zahn für Auge oder so. Auge um Zahn, Zahn um Auge. Oh. Du bist das war sogar unbeabsichtigt. Ah, ist doch schön. Du, weißt du, was ich bekommen hab? Weißt du, was ich bekommen hab? Feier. Feier? Feier. Ist das ein Moonlord Drop? Ja. Was hast du? Ich hab eine Portal Gun und der Arne hat Feier bekommen. War jetzt nicht einer der besseren Moonlord Drops, aber hey, wir haben den Moonlord besiegt. Mann, sind wir heftig. Das war doch mal ein Kampf. Arne kann sich jetzt schon mal seine Rüstung herstellen und dann gucken wir, wie viel wir noch mit den restlichen herstellen können. Oder gibt's nichts? Du kanntest das noch so, wir haben ein neues Material. Oh, ja. Ich mach mir mal die Rüstung. Ja. Oh, das reicht für einen Teil. Ist das so? Ich habe mir die Brustplatte herstellen können. Oh, heftig. Na dann würde ich sagen, wir töten nochmal die Kultisten und machen das Ganze nochmal.
Mr. Heilerfrau. Mr. Hey, Mr. Heilerfrau. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich habe nur Pick. Nein, Stardust-Würmchen. Nicht Stardust. Oh, ich habe eine Fackel. Wie heißt das nochmal? Ich habe Kameramodus angemacht. Feuerwürmchen. Ich nenne sie einfach Feuerwürmchen. 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 Oh Gott, machen die alle Schaden, Alter. Feuerwürmchen sind die schlimmsten. 2 Stunden später. Willst du das jetzt auch benutzen, oder? Nein, ich will meinen Stand haben. Das, ich, guck mal, was da oben ist. Ach so. Ach, die kann man benutzen. Ah, okay. Ja, Dings. Genau. Ja, buggt wieder kein bisschen. Ist so. Oh Gott. Ja, wie wär's mal mit einem Timestop? Oh nein, der Laser! Du, der Laser kann sie noch bewegen! Du Stück Scheiße! Ja, was kann ich denn? Was kann ich denn dafür, dass der jetzt genau dann seinen Laser schießt? Der weiß es, der kann in die Zukunft sehen. Der hat sich schon gedacht, so, ah, gleich stoppt der Time. Da schieße ich mal meinen Laser, der durch Zeit und Raum geht. Zeit und Raum gehen. So, jetzt komm her, du. Mein Lieblingslaser. Der Zeit- und Raumlaser. Ja. Ah. Und da ist ich der zweite Mundo tot. Ich habe übrigens einen Last Prison bekommen. Schön, ich habe nämlich auch noch was bekommen. Und zwar, Leute. Ihr seht hier, wir hatten Anfang des Projekts, weiß nicht, dritte Folge oder so war es, glaube ich, hatten wir als erstes Mal aus dem Meteoriten die Stand Arrows gecraftet. Und wie ihr hier seht, Leute, ist noch ein Arrow, aber das ist kein normaler Arrow, Leute, das ist ein Requiem Arrow. Erstmal ganz kurz Überbegriff, so, es gibt so von Stands, so, es gibt die, keine Ahnung, sagen wir, normal starken Stands. Das sind sowas wie... Elis, nennen wir einen normal starken Stand. Der Zipper oder wie er heißt? Oder Sticky Finger, genau. Ja. Okay, Sticky Finger ist ein normal starker Stand. Dann gibt's so die starken Stands. Das ist sowas wie The World und Star Platinum, die dann so Zeit-Abilities haben oder so. Die sind schon heftig. Oder Herophant Green, der die Welt abstürzen lassen kann. Ja, aber das ist nur ein Terraria. Das ist kein Canon. Und dann... gibt's nochmal so einen heftigen Leap vom Power-Level und dann kommen Requiem-Stands, Leute, weil mit dem Requiem-Arrow, das ist, wenn du noch keinen Stand hast und dich mit einem normalen Stand-Arrow stichst, dann bekommst du eventuell einen Stand und wenn du dann aber einen Stand mit einem Requiem-Arrow stichst, dann entfacht er die gewaltige Energie, die in ihm steckt, also eigentlich ist ein Requiem-Arrow dafür da, der gibt dir halt genau das, was du in dem Moment gerade erreichen willst und setzt es halt in Form eines Ultra-OP-Stands um. Und ich kann hier, nachdem das in der Serie getan wurde, Gold Experience zu einem Gold Experience Requiem upgraden. Hier seht ihr es, Leute. Mit Hilfe eines Requiem Arrows und einer Determined Life Force kann ich mir jetzt Gold Experience Requiem machen. Den können wir jetzt gleich mal testen. Boom, Chaka Bam. Hier seht ihr es. Der ist jetzt einmal von Punch Speed und von Schaden schon mal viel stärker als vorher. Aber ich habe jetzt verschiedene Fähigkeiten, Leute. Und zwar kann ich jetzt einmal... Hattest du davon nicht. Doch, habe ich auch. Aber ich kann jetzt einmal Bäume wachsen lassen. Immer noch. Aber ich glaube, die sind stärker. Und ich kann ich irgendwie jetzt... Lass da drüben mal Mumien kommen. Okay, lass drüben mal Mumien kommen. Ich kann auch 3 auf einmal pflanzen, glaube ich. Keine Ahnung. Aber die haben halt einen Cooldown, deswegen lasse ich das jetzt mal. Dann kann ich... warte mal... Genau, Limb Recreation kann ich immer noch, nur wahrscheinlich stärker, das heilt halt einfach mehr Leben jetzt. Dann habe ich diese schöne Fähigkeit hier, die ist kurz gesagt einfach, ne, abgelehnt. Da ist einfach, wenn ich die aktiviere, dann seht ihr, jeder, der versucht, mich anzugreifen, der wird einfach zurück in die Position geschickt, in der er vor 30 Sekunden war und macht mir halt keinen Schaden. Also das ist Unbesiegbarkeitsmode, God Mode activated, da kann mir niemand und gar nichts was. Korega. Requiem. Da. Omae ga miteiru mono wa tashikani shinjitsu da. Tashikani omae no nouryoku ga jissai ni okosu ugoki wo miteiru. Shikashi jissai ni okoru shinjitsu ni toutatsu suru koto wa keshite nai.
Was ist, wenn du das beim Moonlord machst? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Und dann spawnt der, greift dich an. Wo ist er dann? Ja, also wenn die spawnen dann nicht, sondern die gehen einfach nur an die Stelle zurück, wo sie vorher waren und ja. Ihr seht das heißt, schon. Wenn wir das alle haben, dann können wir den Moonlord einfach an einer Stelle durchgehend festhalten. Theoretisch, ja. Hat halt einen längeren Cooldown. Oh, ich habe auch ein Lootbag bekommen, Tier 6. Vortex-Fragment, schön. Das ist die eine schöne Fähigkeit, die ich mit dem habe. Und die andere, ach so, ja, ich habe auch noch Scorpion Rock. Da kann ich Skorpione spawnen. Okay, cool, ich wurde jetzt irgendwie hier angegriffen von irgendwas. Hat das einen kurzen Cooldown? Ach so, jetzt wieder. Ja, genau, die Skorpione sind halt einfach stärkere Summons. Nicht so wie der Frosch oder so, die machen schon mehr Schaden. Und das andere coole Ding, was ich machen kann, das ist auch, es ist so, nee, ich mag dich nicht, Zombie. Mir reicht's nicht, dass du einmal die Qual des Sterbens erleidest. Du stirbst jetzt bitte einfach mal 7 Mal. Ach, fuck, ich hab's vergessen. So, zu aktivieren. Jetzt. Dadurch kann ich den Zombie in eine Death Loop schicken. Im Anime ist es eine unendliche Death Loop. Hier ist es bei normalen Gegnern 7 Mal und bei Bossen 3 Mal. Das heißt, wir können 3 Mal den Loot aus dem Moonlord bekommen. Excuse me? Wir können ihn 3 Mal in eine Death Loop schicken und jedes Mal spawnt er dabei den Loot. What? Wie ja. OP ist das denn bitte? Genau, also ich habe jetzt einmal nö abgelehnt, einmal ich hasse dich, was Geiles bekommen. Einmal Skorpion, einmal heilen und einmal Baum. So Tim, wie mache ich Requiem Arrow? Du machst Requiem Arrow, indem wir Moonlord töten. Es gibt natürlich nicht nur Gold Experience Requiem, sondern es gibt noch insgesamt 2 andere Requiem Stands. In der Mod hier gibt es leider nur noch also einen anderen, der jetzt nicht direkt ein Requiem Stand ist. Und zwar Killer Queen, weil bei Killer Queen war es so, dass nicht der Stand gestochen wurde, sondern sich der Benutzer nochmal gestochen hat. Deswegen weiß ich nicht, ob man Killer Queen zu einem Requiem Stand zählen könnte, aber wir lassen es einfach mal durchgehen. Das heißt, ich schätze mal, wir werden den Moonlord jetzt nochmal töten und versuchen, ihn in eine Death Loop zu schicken und hoffentlich bekommen wir dann noch einen Requiem Arrow, dass der Elas sich Killer Queen Bite the Duster machen kann. Eine Stunde später. Also könnte ich nicht jetzt hier einfach da mal einen Baum hinklatschen und da gucke ich mal, wie viel Schaden der macht. Oh, der macht sogar recht gut Schaden. Jo, ach, jetzt habe ich diesen Scheißeffekt da. Geh mal weg. Aber wie funktioniert das? Kannst du auch Blöcke jetzt oder sowas in Frösche und so einen Scheiß verwandeln oder nur? Nee, das konnte man auch davor nicht. Du spawnst den einfach nur. Das ist ja übel cool, Stefan. Du kannst so ein Erz oder eine Truhe anklicken und dann ist so ein Frosch und hüpft dir hinterher oder so. Das wäre richtig cool. Übel geil. Aber das braucht dann auch eine speziellere Art von Coding, eine mehr Advanced Art. Ja, das kann ist halt schon schwieriger. Aber, ach ja, apropos, ich habe auch nochmal gelesen und wir dachten ja so, ja, Schmetterlinge machen einen Schaden von Gold Experience und der Frosch ist auch irgendwie kacke, aber ich habe nochmal nachgelesen und die sind ein bisschen anders, also die funktionieren schon besser, weil die nicht direkt zum Schaden machen da sind, sondern der Frosch ist auch so, wie es im Anime war, der ist nämlich, der greift nicht aktiv an, sondern wenn Gegner den Frosch angreift, dann kriegt er den Schaden reflektiert, solange der Schaden als Zahl unter dem Tier, welches Gold Experience gerade ist, mal 15 ist, dann kriegt er den Schaden zurück. Und die Schmetterlinge... Ich hab keinen Plan, was das heißen soll. Also wenn ich jetzt Gold Experience Tier 3 hab, dann rechnest du 3 mal 15 und wenn die Schadenszahl vom Gegner unter dem Ergebnis daraus ist, kriegt er den Schaden zurück. Und wenn der Final Tier ist? Ja, das ist wahrscheinlich Tier 4 oder was auch immer das ist. Oder Tier... Ja, das ist glaube ich Tier 4 bei... Würde am meisten Sinn machen. Ja. Und mit den Schmetterlingen, was war das mit den Schmetterlingen? Das war Achso, stimmt, ja. Wenn der Gegner den Schmetterling tötet, dann wird die Drop-Chance von dem Gegner auf seltene Sachen erhöht. Also das hätten wir auch zum Farmen benutzen können, aber das wussten wir natürlich nicht. Yes. Also unter anderem auch King Crimson, Leute. King Crimson hat auch eine Fähigkeit. Bei King Crimson ist es irgendwie so, der kann, wie soll man sagen, also
dann sind sozusagen die letzten 10 Sekunden, die passiert sind, aus der Zeit radiert. Ja, so könnte man es beschreiben. Und er kann noch in die Zukunft sehen. Später. Und dann müsste ich jetzt mal, ich muss testen, also ich muss jetzt abdingsen mit dem Moonlord, dass wir den in eine Deathloop schicken. Übrigens, du siehst vielleicht meinen Kopf. Wäre schon ziemlich wack, wenn das nicht funktionieren würde. Also ich meine, funktionieren tut's wahrscheinlich, aber ich muss halt die Fähigkeit aktivieren, kurz bevor er stirbt. Und bis dahin nicht sterben, weil ich natürlich jetzt meinen coolen Käfer-Buff nicht mehr habe. Weil mein Käferhelm ja despawned ist. Und ich deswegen jetzt fett Schaden einkassiere. Der wieder rumleckt, Alter. Ist so. Wurde der bei der 1.4 bei mir dann noch krasser geleckt, Alter. Also, das liegt an deinem Internet. Oh Gott, nachdem wir ja eh alle das töten können und das dann zählt mit dem Deathloop, versuche ich jetzt einfach dann gleich mal die Fähigkeit zu aktivieren. So, activated. Haben wir es noch geschafft? Oder gibt's das beim Moonlord nicht? Ich hoffe, ich habe die Fähigkeit rechtzeitig aktiviert. Ja, es klappt! Aha. Nice. Wo ist der Loot? Also ich hab's nur einmal bekommen. Wo ist der andere Loot? Hier ist kein Loot. Wahrscheinlich kann man den zu einer Deathloop schicken, aber der droppt einfach nicht zweimal. Aber es sieht trotzdem gut aus. Ja. Also ich hab einen Arrow bekommen. Okay, nice. Ja, gib bitte. Dann gib's mal dem Elis. Oh, und das Miau mir. Elis, komm mal her. Shoot Speed und jetzt 60. Präsente mal deine neuen Fähigkeiten. Arne, hau mal ab mit deinen Katzen. Ja, warte, hier ist. Also. Warte. Hä? Okay. Du musst gedrückt halten, das dauert ein bisschen, bis der schießt. Wieso, warte. Und. Oh. Ah, oh, Dings. Boah, hast du gesehen, Alter? Ja, also, Killer Queen, ja, also die sind nicht so, das ist nicht das Heftigste daran. Also Killer Queen kann jetzt eben diese Air Bubbles schießen, die Stray Cat normalerweise schießt und halt dann explodieren lassen. Aber was das eigentliche, fuck, 148 Schaden, Alter. Das eigentlich Nützliche an diesem Stand ist, dass der eigentlich im Anime und so ist es dann eigentlich so, dass der... Das Kira in dem Fall, der will ja nicht entdeckt werden und der Stand ist so perfekt, um seine Identität zu schützen. Und da gibt's dann eben die Fähigkeit Bite the Dust. Hast du die gerade schon benutzt? Ja. Okay, cool. Dann hat das auf uns schon mal keinen Effekt. Aber was das Ganze macht, ist also in dem Fall ist es hier noch nicht so ausgebaut, sondern in dem Fall setzt es hier den Tag zurück. Das heißt, der Elis wird zum Spawn geportet, voll geheilt und die Zeit wird zurückgesetzt. Auf Anfang des Tages. Was jetzt irgendwie auf uns gerade keinen Effekt hatte. Ja, keine Ahnung. Also wenn man das noch heftiger machen würde. Ach so, Elis, du kannst übrigens, bevor du das zurücksetzt, kannst du noch einen Gegner auswählen mit Rechtsklick. Und wenn du das dann machst, kriegt der Schaden. Ich meine, man könnte den Killer Queen hier noch ein bisschen verbessern, weil man kann zwar hier einen Gegner auswählen, der dann Schaden bekommt, aber zum Beispiel im Anime ist es so, dass wenn halt irgendwer Killer Queen sieht oder halt über ihn Fragen stellt, dann wird die Person explodieren und danach wird der Tag zurückgesetzt und wenn der Tag neu anfängt, wird das wie soll man sagen, das Schicksal gespeichert, sodass der Typ auch explodiert, wenn er nicht nach Killer Queen fragt oder ihn sieht. Das könnte man hier auch noch umsetzen, indem man halt irgendwie, wenn man irgendeinen Gegner rechts klickt und der dann stirbt, dass der dann auch, nachdem der Tag zurückgesetzt wird, nochmal stirbt, keine Ahnung. Aber in dem Fall ist es nur, dass man einen auswählen kann, der dann Schaden bekommt und dann den Tag zurücksetzt. Ist eher so eine Sache, die man so in Notfällen einsetzt, um sich zum Spawn zu porten und voll zu heilen, so. Das wäre eigentlich voll was für dich. Für mich? Ja, jetzt gerade wäre es schon gut gewesen für mich, als ich ja, jetzt die Pille gemacht habe. So, noch einmal Moonlord. Dann haben wir vielleicht mal genug Luminit, dass wir uns Rüstung machen können. Hey, greift der eigentlich auch kann an? Nicht. Ich kann ja. Wieder helfen, ist auch alles damit. Oder, Ja, nicht so. Kein Bock drauf, wa? Cool. Ich weiß gerade nicht, ob das funktioniert oder nicht. Oh Gott, ich bin. Oh ja, ich glaube, es funktioniert. Ich habe gerade Back to Zero angehabt und der Moonlord hat mich halt attackiert und ist jetzt verwirrt in dem Fleck rumgebackt. Ich habe mich gerade aus dem Spawn zurück teleportiert. Geil. Ich mache jetzt mal die Abmod, Leute, weil die Folge geht jetzt schon fast eine Stunde.
Da darf ich fett schneiden. Ja. Aber egal, die Folge war erfolgreich. Wir haben den Moonlord insgesamt 4-mal besiegt, glaube ich. Haben erfolgreich 2 Requiem Arrows bekommen und erfolgreich 2 Requiem Stands oder 1,5 gecraftet. Indem ich jetzt fette Sachen machen kann. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Vor allem die 2 Special Abilities. Sehr episch. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren und das Video zu teilen, damit auch eure Freunde sehen, wie heftig Requiem Stands sind. Mit diesen Worten will ich dann mich verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und während dieses Auge jetzt 7-mal stirbt, könnt ihr noch eure letzten Worte sagen. Tschüss.